Jo, hallo Leute, hier sind wir wieder, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Jo, wir Baumhausen-Freunde hier, Baumhausen City. Ja, was für Baumhausen-Freunde, guck mal. Ha, da sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock da wieder so eine Alte unter ihrem, unter ihrem echt schlechten Vorhang steht. Zeig mir deine Pokewatt-Power. Hat Power-Akkorde. Der Sieg gehört mir. Nun ist es an der Zeit, im Ruhm zu glänzen. Oh, die gehe ich gleich erstmal überraschen, die Alte mit ihrem Baum. Wartet ab, Leute, das wird richtig lustig. Na, Power-Akkorde will er haben. Ja, wir müssen ja nach... Oh, Voltenso. Wir müssen ja nach Baumhausen City kommen, meine lieben Freunde. Deswegen... Ah, fuck. Nein. Deswegen machen wir uns auch mal direkt auf den Weg dahin, würde ich sagen. Ja, hat schon einer gesagt, der hat sich dick beschwert bei mir. Du kannst die Trainer doch unten nicht einfach weglassen, TT. Nimm die unbedingt mit. Sag ich euch ganz im Ernst, I don't care, wie immer. Nee, Quatsch, wir machen die noch, auf jeden Fall. Aber ich habe keinen Bock, die jetzt da unten zu machen. What the hell? Ich möchte jetzt auch nochmal ein bisschen hier, Trainer... Ach, nicht, ja, genau, da will ich ja eben nicht. Will ja eben keine Trainer-Action machen. Nee, ich möchte gerne Dingens-Action machen. Arena-Action, Stadt-Action. Ich möchte mal wieder eine Schwester Joy besuchen gehen. Die habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Und, ja, ich habe das Carbon weggeworfen. Ja, habe ich gemacht. Tut mir leid. Es ist aber weggeworfen worden. Ihr habt natürlich vollkommen recht. Ich hätte das lieber verkaufen sollen. Ja, ich meine, ob ich es jetzt einsetze oder nicht, ist ja egal. Ne? Aber ich hätte es verkaufen sollen. Ja, habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass das ja auch noch gibt mit dem Verkaufen. Mach mal beim nächsten Mal. So, guck mal, ich habe dich gefunden. Ja, Ninja-Frau, der TT, der kennt deine Tricks, ne? Ich lauere in den Schatten und lebe in der Dunkelheit. Das ist mein Schicksal. Ich tauche auf, um dich herauszufordern. Ja, das ist toll. Stellt euch mal vor, ihr seht irgendwo im Wald so einen Baum, so eine Pappe irgendwo, weißt du? Da hat sich einer in so Pappdingen reingestellt mit Bäumen an, ne? Das sieht aus wie so ein Baum, da ist so ein Baum drauf gemalt. Ich glaube, ich würde mich krank lachen, wenn ich das sehen würde. Wenn ich irgendwo so einen Typ im Wald sehen würde. Und er dann rauskommt, wenn ich an ihm vorbeigehe, sein halbes Pappding erstmal zu Schrott ballert und sagt, hey, ich hab auf dich gewartet. Ich möchte mit meinem schlechten Ninja-Kask oder wie das heißt, einfach mal deine Pokémon besiegen. Oder sag ich mir, und komm her, kriegst du Bodycheck. Mein Gott. Ja, die Ninja von früher sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. So, dann haben wir hier Tipps für Trainer. Eine Geheimbasis. Ja, ich habe keine Geheimbasis. Aber guck mal da, da ist schon wieder so ein Ninja-Fritze. Oh, was ist das denn da links? So komische Pilzköppe. Um Baum zu verstecken, nutze den Wald. Ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Das ist ja dieses very berühmte Sprichwort. So, was ist los mit dir? Smogmog-Kasse. Smogon. Na, Smogmog-Kasse nicht. Smogon. Ja, hör mal. Weißt du, was ich hab? Ich hab Eisenschweif. Was? Och, nicht schon wieder sowas. Boah, ich hasse das. Ja, das hat mir ja gar nichts abgezogen und du bist tot. Oh. Leute, sowas nennt man wohl Fail. Da kann man mal einen dicken Facepalm kann man da mal verteilen. Ja, wirklich. Für so eine Attacke, für sowas, ja, da hab ich wirklich, hab ich ja auch wirklich gar kein Verständnis, ne? Och, jetzt sinkt was, meine Genauigkeit sinkt. Du meinst, ich treffe jetzt nicht, oder was? Ja, ich treffe immer. Siehst du das? Siehst du das? Ja, hast du gesehen, ne? Hm. Steuerrack ist bald Level hoch und Knackleon bestimmt auch schon wieder. Ninja-Lunge, was? Ninja-Junge Saul oder Baul? Ich hab nicht gelesen. Ich lese nie. Lass mich mal vorbei. So, was haben wir denn hier? Ja, klar möchte ich die mitnehmen. Gib die mal her, hör mal. Das hört sich nach einem guten Geschäft für mich an. Die nehme ich mit. Ja, natürlich möchte ich die Granabären mitnehmen. Die schmecken nämlich ganz schön lehmig. So, nee, nein, ich möchte da auch jetzt nichts pflanzen. So, und Pokémon Center, yay, endlich mal. Oh, Schwester Joy, mein Gott, wir haben uns ja schon Ewigkeiten immer gesehen. Ich möchte meine Pokémon mal wieder bei dir heilen. Guck mal da, wenn die Schwester Joy die da drauflegt, ne, dann ist direkt schon, die Welt sieht schon wieder viel besser aus. So, Dankeschön, Schwester Joy. Und jetzt müssen wir mal gucken, Leute, passt mal auf. Jetzt gucke ich erstmal meine Pokémon. Und zwar würde ich, wen mache ich nach vorne? Achso, Meryl werde ich nicht leveln, Leute. Ich nehme mir irgendwann ein besseres Wasser-Pokémon. Vor der Liga leveln wir das dann nochmal. Ich weiß aber nur noch nicht, welches ich nehmen soll. Das ist das Problem. Oh, nächster Level hat er ja bald. Wen nehme ich denn jetzt? Lasse ich den Stolrak da vorne? Ich möchte Reptane aber nicht so vernachlässigen. Ich mache Reptane. So, Pokémon-Markt. Da können wir auch mal wieder reingehen. Ich brauche ein paar Tränke. Ich habe ganz viel Geld. Hör mal. Willkommen. Ich möchte erstmal was verkaufen. Und zwar möchte ich diese Protein, den Angriffswert, das brauchen wir nicht. Zack.
hebt die maximale Anzahl der AP einer Attacke. Sowas möchte ich auch nicht. So. Ihr wundert euch bestimmt jetzt, warum ich das verkaufe. Aber normalerweise stehe ich ja darauf, die Statuswerte von irgendwelchen Einheiten per Sonderitems zu erholen. In Fire Emblem, da stehe ich drauf. Aber hier, in diesem wunderschönen Pokémon, stehe ich da nicht drauf. Denn, Leute, ich muss euch sagen, meine Pokémon, ja, meine Pokémon bekommen keine Zusatzstoffe. Alles klar? Keine Zusatzstoffe für meine Pokémon. Ja, nix Pferdefleisch, nix Rinderroulet, nix, keine Zusatzstoffe. Nur das Beste von der Natur. So, wisst ihr Bescheid? Habe ich euch jetzt auch erzählt. Waldbrief. Hör mal, ist hier bekloppt. Was soll ich mit dem Waldbrief? Hä? Soll das sein? So, wo ist die Arena? In so einem Haus oder was? Mein Gott, was haben die denn hier? Da ist die Arena. Oh Gott. Baumhausen City hält also, was das verspricht. Das ist ja schon mal ganz toll. So, da brauchst du ja schon mal eine halbe Weltreise, bis du überhaupt in der Arena drin bist oder was? Oder bis du weißt, wie du da hinkommst. Da ist ja wieder der Talentmanager da. Wir gehen in der Stadt, wir... What the fuck? Etwas Unsichtbares blockiert den Weg? Wie bitte? Das glaube ich doch jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Was ist da? Was? Oh, das ist ein Pokédex. Der ist aber wirklich klasse. Ich glaube es ja nicht. Da wir gerade vom Pokédex reden, ich erinnere mich, ich habe diesen Trainer Treue getroffen, als ich seltene Steine suchte. Oh Junge, der hatte vielleicht interessante Pokémon bei sich. Die waren nicht nur selten, sondern auch ausgesprochen gut trainiert. Er ist bestimmt stärker als die Arenaleiter. Ja, hör mal, ich feg die auf mit dem linken Haken weg. Aber was soll denn... Was? Aber was soll der Scheiß denn jetzt hier? Ich würde gern da rein. Jetzt ist aber was Unsichtbares. Oma, weißt du Bescheid? Menschen, Pokémon, ihre versteckten Kräfte werden durch das Leben in der Natur geweckt. Lass diese alte Frau mal sehen, ob deine versteckten Kräfte erwacht sind. Ich halte eine Münze in der Hand. Nun, in welcher Hand halte ich sie? In der linken oder in der rechten? Ja, rechts natürlich. Oh, das stimmt. Versuchen wir es noch einmal. In welcher Hand halte ich die Münze? Ja, rechts. Oh, schon wieder richtig. Probier es noch einmal. In welcher Hand? Ja, rechts. Oh, zu schade, du hast Fall. Was? Willst du mich verarschen? Eine Frau vertraut auf Kraftreserve, um wach zu bleiben. Sie sollte lieber ein Nickerchen halten oder schlafen halten. Ich kann meine Pokémon. Schlafrede! Ne! Hör auf! Was soll ich denn damit? Wahrscheinlich brauche ich das, um den unsichtbaren Typen einzuschläfern oder so eine Scheiße. Könnte ich mir gut vorstellen. Was ist los? Wow! Ich muss unbedingt haben. Ich muss Vollbart haben. Dafür würde ich alles tun. Hast du ihn gehört? Mein Ruf aus tiefstem Herzen. Nachdem du den gehört hast, tauschst du doch bestimmt einen Vollbart gegen einen... Bist du bekloppt? Der Puzzle-Symbol habe ich selber gefangen. Was ist mit dir? Mit anderen Pokémon tauschen, das ist doch, als ob die Erinnerung mit anderen Menschen teilst. Nee, das ist, als ob ich ein Stück von mir weggebe. Bist du bekloppt? Mein Gott, die Omas hier im Baumhausen City, die haben eine ganz eigene Vorstellung vom Leben. Was sagst du denn, Kollege? Niemand glaubt mir, aber ich habe wirklich ein riesiges Pokémon am Himmel gesehen. Als Richtung Route 131 flog, schien es sich zu wenden. Schnüffel, riechst an, was? Warst du auf dem Vulkan oder so? Ja, natürlich rieche ich so. Ach, guck mal, das ist ein Pekko-Verschnitt. Fertig, los, Vogel-Pokémon. Alles klar. Wenn die Pokémon zusammen sind, finden die Menschen schnell Freunde. So rücken die Menschen weltweit näher zusammen. Wunderbar, nicht wahr? So, hat dein Vogel-Pokémon jetzt hier den Weg freigemacht? Der gibt's doch nicht. Etwas Unsichtbares blockiert den Weg. Was soll das denn sein, Leute? Ich weiß es nicht. Der Pokémon rein, aber irgendwas blockiert den Weg. Ja, und das, nachdem ich auf der Route so fleißig trainiert habe. Der Boden nimmt Regenwasser auf. Die Bäume trinken es und wachsen. Unser Baumhaus ist nicht existiert, weil es genügend was... Leute, ich habe eine schreckliche Vermutung. Ich habe eine schreckliche Vermutung. Ich kaufe meinen Edelfisch. Ich habe eine sowas von schreckliche Vermutung. Diese Artikel gekauft werden sofort im PC gesendet. Das ist großartig. Man hat für Artikel kaufen? Willkommen. Kann ich dir helfen? Kleiner Stuhl! Was ist das denn? Was? Ey, ich will nicht mein Dingens einrichten. Ich bin bekloppt, ich hab noch nicht mein Haus. Ey, wenn die Route 120, das ist, was ich vermute, dann hasse ich euch. Also nicht euch, aber euch. Nee, ist hier gar nicht. Da ist die Route 120. Kann das sein, dass ich da erst was machen muss auf dieser Route? Ich hab gedacht, ich müsste zurück und die Trainer, die ich nicht gemacht habe, die werden jetzt schuld daran, dass ich da nicht hinkomme. Aber das kann ja gar nicht sein. Dann muss ich erst die Route 120 machen?
Auf Bäumen zu leben ist klasse, aber manchmal kommen Käfer-Pokémon durch die Fenster herein und das ist ganz schön erschreckend. Ja, ich hasse Häuser mit Moos bewachsen, Leute, da wirst du bekloppt. Pokémon und Menschen sind auf die Natur angewiesen, um zu überleben. Es gibt überhaupt keinen Grund, die Natur nach unserem Willen zu formen. Nö, nicht, ne? Die Baumhäuser von Baumhäuser City sind fantastisch. Ich glaube, es ist der beste Platz, um mit seinem Pokémon zusammenzuleben. Vielleicht, man weiß es nicht. Was ist das? Der liest Bücher, der weiß, was da los ist. Manche Pokémon entwickeln sich, wenn sie mal tauscht. Jedenfalls gehört. Okay. Leute, ich ahne Schreckliches. Wir brauchen den Waldbrief. Ich weiß es. Captain TT ist unterwegs. Wir brauchen den Waldbrief. Ja, einen. Ja. Dankeschön. Ja. Oder gibt es hier irgendwas anderes, mit dem man in die Arena kommt? Wir brauchen bestimmt den Waldbrief, um in die Arena zu kommen. Ich könnte wetten. Ich könnte wetten, dass wir den nicht brauchen. Was sagt er denn? Die Stadt besteht aus Häusern, die auf Bäumen gebaut sind. Aufgrund ihrer Lebensweise ist jeder hier gesund und munter. Sei ich 30 Jahre jünger geworden? Ja, du bist mit Sicherheit nicht 30 Jahre jünger geworden. Ja. So, kann ich vielleicht mit dem Waldbrief hier durch? Bitte? Das gibt's doch nicht. Leute, was ist denn das für ein Dreck? Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt hier die Route machen oder was? Ja. Wie komme ich denn da jetzt rein? Warum Schirmtreiber verrate ich denn? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie komme ich in die Arena, Leute? Ich brauche eure Hilfe. Ach, schon wieder die ohne Hose. Mein Gott. Ich verstehe das einfach nicht. Wie soll ich denn da reinkommen? Ja, Reptane, ihr könnt mir auch nochmal bei Zeiten, wenn ihr Bock habt, verraten, wie ich diese Herzschuppe kriege. Ich habe noch nicht verstanden, wo es die gibt. Ich könnte natürlich auch googeln, aber ich könnte dann natürlich auch mit eurer Hilfe machen. Das ist, glaube ich, besser. Ja, Reptane, nee, Reptane muss wieder zurück. Also, nee. Reptane ist zu schwach, der muss wieder zurück. Ich muss erst dieses Dingens da erlernen dann. Könnt ihr mir nochmal sagen, wo es die Herzschuppe gab, wenn ihr Bock habt? Ich hab's nämlich vergessen, ich weiß nicht mehr. Und ja, wie gesagt, ich könnte nachgucken, aber ich frag ja lieber euch, ne? Können wir interagieren? Ein Volltreffer war das. Das ist sehr effektiv, das wusste ich, dass das effektiv ist. Walzer ein, ja. Toll. Ganz toll. Jetzt ziehst du mir was ab und jetzt kann ich dir gar keine KP mehr absaugen, weil du gar keine mehr hast. Das sehen wir wieder ähnlich, du alte Pokémon-Sau, du. Du Reiner des Wassers, du. Vier Stück, ja, immerhin. So, tschüss. Yeah, level up! Nice. So, Knackleon hat bald auch ein nächstes Level. Wir können Knackleon ja mal nach vorne tun. Das hat ja jetzt letztens so eine Attacke gelernt, mit der er was machen kann, glaube ich, ne? Wir können das ja mal... Wir haben ja noch nie mit dem gekämpft. Können wir doch mal ausprobieren. Einfach so, just for fun, Mann. Ja, was muss ich hier erst irgendwas machen? Oh, ich habe mein Blanas-Vieh nicht dabei. Blanas, ich brauche deine Hilfe. So, Leute, werden wir erstmal gemütlich einen Blanas holen gehen jetzt, ne? Ja, normal werden wir das. Der alte Opa, da freut sich auch schon mega. Worüber auch immer. Ah, ne, ich will nicht zu der Joy. Gib mal her hier, mach mal fertig jetzt. Jemand ist PC. Wir haben gleich auch schon wieder... Haben wir gleich schon wieder Ende vom Pacht hier. Blanas, da ist es doch. Komm hier, Waldmensch, beweg dich. Mach gegen Meryl. Meryl brauche ich gerade nämlich nicht. Ja, tschüss. Nice. Ich verstehe nicht, was ich da machen soll, Leute. Ich habe bestimmt irgendwas total Wichtiges übersehen. Oder vielleicht kriege ich bei einem der Trainer unten auf der Route noch irgendwie das super, super Item, mit dem ich in die Arena komme. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Komm, mach fertig, Blanas. Könnten auch die Animation mal beschleunigen, ne? Guck hier, da können wir die beschleunigen. Fertig. Was? Hier ist nix. Ey, was soll der Scheiß denn? Noch nicht mal ein Ninja, der sich als Baum verkleidet hat? Ist so... Nein, da wollte ich doch gar nicht. Das ist doch lächerlich. Oh, Mirapla. Mirapla. So, jetzt probieren wir mal kurz der Knackleon aus. Ich habe nämlich keine Ahnung, was der macht. Was war das? Was das gute? Kirschner. Knirschner. Bei mir ist das Kirschner. Kirschner ist das bei mir. Guck mal da, Kirschner. Hm. Naja, geht, ne? Aber kann auch sein, weil das nicht ganz so gut ist jetzt von der... Guck mal, was es für Augen hat, mein Knackleon. Oh, das hat so süße Augen, mein Knackleon. Oh, das wurde vergiftet. Schitte. Was soll ich noch tun? Das Knackleon wurde vergiftet. Wuhu. So.
Ja, ich habe hier eigentlich gar keinen Bock hier auf die Action hier mit den Trainern, ne? Deswegen, ich frage euch jetzt mal wieder einfach, wie komme ich da rein, Leute? Was habe ich übersehen? Bevor ich dann hier die Trainer weitermache, was habe ich übersehen? Wie komme ich in die Arena? Warum komme ich da nicht rein? Was soll das? Was soll diese unsichtbare Scheiße hier? Ich will da durchgehen. Nun gut, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir erstmal Pause und sehen uns morgen im nächsten Part wieder. Also, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Und dann weiß ich hoffentlich, wie ich da reinkomme. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Tabletop Gamer. Tschüss!